Lass uns Ketten der Angst sprengen und Brücken der Liebe bauen. Du wirst mit mir, wenn du was möchtest, eine gemeinsame Reise unternehmen. Während dieser Reise werde ich energetisch für dich wirken und Licht und Liebe fließen lassen. Wir werden gemeinsam aus dem Feld der Angst über eine Lichtbrücke in das Feld der Liebe eintauchen. Wenn du dazu bereit bist, du wunderbare Seele hier auf Mutter Erde. Zurzeit ist eine Energie auf der Erde, die all die Ängste hochkommen lässt, die ihr Menschen trägt. Du, geliebte Seele, hast dich dazu entschieden, in das Feld der Liebe einzutreten. Es ist nur ein Schritt, und dieser Schritt ist so mächtig, dass er dein ganzes Leben verändern wird. Viele Menschen haben Angst vor Veränderung. Manche werden diesen Schritt tun und manche nicht. Manche bleiben in diesem Feld der Angst und nähren sich weiter. Sie erfahren weiter die Emotionen, Wut, Aggression, Zorn. Auch du hast dich einst entschieden, dies zu erfahren. Um zu wissen, wie fühlt sich das an, um Ausgleich zu schaffen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, einzutreten in das Feld der Liebe, die Uressenz, die du in Wahrheit bist. Viele Leben bist du durchwandert. Wir sehen dich wie mit einem Körbchen, wo du gehst von Leben zu Leben und einsammelst Erfahrungen, Herausforderungen. Vieles hast du gesammelt. Vieles trägst du noch. Jetzt ist die Zeit gekommen, durch diese Energie, die auf der Erde jetzt ihren Platz eingenommen hat. Endgültig überzutreten in die nächste Ebene. In die höhere Dimension. Mutter Erde trägt dich, Mutter Erde steigt. Die Energien steigen. Hochschwingende Energien fließen zurzeit zu euch, unterstützen und helfen euch. Diese wunderbaren Energien stehen allen zur Verfügung. Manche werden sie nutzen, manche nicht. Es ist euer freier Wille, der zählt. Und gerne kannst du den göttlichen Willen mit dem freien Willen verbinden. All die Ängste kommen hoch in diesen Zeiten. Der Mensch mehr in der Ruhe ist, die Welt ruhiger geworden ist. In dieser Ruhe kann für manche von euch ganz viel geschehen. Viel wird wahrgenommen, möchte ich das noch? Partnerschaften, Beruf,
das Zuhause. Jetzt bekommt ihr euch voll und ganz mit und euer Umfeld. Jetzt ist die Zeit der größten Transformation auf Mutter Erde. Desto höher die Energien jetzt steigen und desto mehr die Menschen ihre Ängste wandeln, desto mehr wird diese Energie wieder abnehmen. Viel Erkenntnis wird daraus gewonnen werden, wenn es auch erst in Monaten greifbar wird. Ersichtlich wird, tut sich vieles im Menschen selbst. Und da das Außen ruhig gestellt wurde, wird auch der Mensch ruhiger. In dieser Energie steckt für jeden von euch ein großes Geschenk. Und du wirst auf der Reise, die wir jetzt gemeinsam machen, ein Geschenk erhalten. Während dieser Reise kann es ab und zu still sein. Dann wird an dir energetisch gewirkt. Und hochschwingende Energien fließen zu dir. Sei ganz ruhig und entspannt. Und wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Reise zu tun. Bevor du in das Feld der Liebe trittst, ist es wichtig, deine Ängste zu transformieren, deinen Rucksack abzulegen, denn in diese Ebene kannst du das nicht mitnehmen. Du kommst ohne Gepäck, ohne Lasten, ohne Ängste zu uns in dieses Feld der Liebe. Gleich gehen wir gemeinsam aus dem Feld der Angst über eine Lichtbrücke in das Feld der Liebe. Entspanne dich. Lass deinen Atem ganz frei fließen. Es atmet dich, du brauchst nichts zu tun. Wunderbar. Sei ganz bei dir. Du, der wichtigste Mensch in deinem Leben, wirst erkannt haben, dass nichts im Außen wichtig ist und dass alles, was ist, sich sofort und schnell verändern kann. Alles ist vergänglich. Nur du nicht, deine Seele. Jetzt, in dieser Zeit, wirst du dich selbst erkennen. Viele Erkenntnisse werden gemacht werden. Und viele werden den Schleier durchblicken. Was ist die Wahrheit? Wir überreichen dir jetzt ein Geschenk.
während du dich jetzt entspannst, bequem sitzt oder liegst, werden wir in dein Herzzentrum eine goldene Kugel legen. Sie wird mit dir verschmelzen, mit jeder Zelle deines Seins. Es ist eine Lichtkugel, die dich stärken wird, nähren wird und die dein Herz heilen und öffnen wird. Es ist ein Segen und eine Gnade, dass du dies erhältst. Daher ist es kein Zufall, dass du mit uns diese Reise machst. Sei dankbar für das, was du bekommst. Nicht jedem kann das gegeben werden, denn es ist dein freier Wille, der geachtet wird. Du hast entschieden, in dieses Feld einzusteigen und all deine Ängste zu wandeln, um frei zu sein, in dir und mit dir selbst. Wir legen jetzt eine goldene Kugel in dein Herzzentrum. Erlaube zu empfangen. Sei ganz ruhig und entspannt. Vielleicht wird dir warm ums Herz. Diese Energie wird sich mit dir in den nächsten Stunden verbinden. Jede Zelle wird sie nähren und erleuchten. Was auch für jeden Einzelnen geschehen mag, es ist alles zu deinem höchsten göttlichen Wohle. Deine Energie wird angehoben. Du wirst ausgedehnt, Angst ist Enge, Liebe ist Weite. Diese Energie wird sich verteilen in deinem ganzen Körper, über deinen Körper hinaus,
deine ganze Seele. Ihr könnt jetzt sehr viel Hilfe und Geschenke erhalten. Manche werden es annehmen, so wie du jetzt. Für manche ist noch ein anderer Weg vorgesehen. Du beginnst jetzt schon mehr zu leuchten, dich noch mehr zu entspannen und fühlst, alles ist gut, so wie es ist. Du wirst erkennen, was es für dich bedeutet, dieses Geschehen hier auf der Erde mitzuerleben. Nicht jetzt. Vielleicht in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Diese Energie wird für dich wirken. So, wie es gut ist für dich, vertraue einfach und lass geschehen. Viele werden hier zuhören und mitreisen, so können wir nicht jeden Einzelnen jetzt sagen, was dieses Licht in dir bewirken wird, was dieses Licht um dich bewirken wird. Es wird Menschen geben, so wie auch jetzt, die diese Geschenke verteilen werden. In der Form der Sprache, in der Form der Energie. So habt ihr schon Botschaften erhalten, was diese Energie bedeutet. Und jetzt erhältst du und ihr alle dieses wunderbar hochschwingende Licht, das jetzt bereits in deinem Herzzentrum wirkt. Du bist eine Seele, die sich bereit erklärt hat, diesen Weg hier zu gehen, genau zu dieser Zeit, die jetzt ist. Vertraue, es wird dir nichts geschehen. Jeder Seele wird das zugemutet, nur was sie auch leben kann. Jeder hat hier einen einzigartigen Weg. Er gleicht sich nicht mit anderen. Diese Energie, die wir in dich jetzt eingebettet haben, wird dir helfen und dich unterstützen. Du wirst erkennen, dass es nichts im Außen braucht. Wunderbar. Sieh jetzt, wie du in einem Feld stehst, wie in einer Blase zum Beispiel, die kalt ist und dunkel, vernebelt, die gut und richtig war für eine Zeit, um Erfahrungen zu sammeln, um niedrig schwingende Energie zu spüren und zu fühlen,
Jeder von euch hat zugestimmt, eine Zeit in dieser Energie zu wandeln. Viele Erfahrungen habt ihr gesammelt und vieles schwingt auch davon noch niedrig in euren Zellen. Und jetzt ist die Zeit, wo ihr all das auflösen und wandeln könnt. Befreie dich von deinen Ängsten. Tu, was dir deine Seele schickt zu tun. Du fühlst und spürst in dieser Ruhe, in der die Welt und ihr jetzt seid, in dieser Stille, die Impulse. Was ist für dich jetzt zu tun? Die Vergangenheit und den Rucksack, den du trägst aus vielen Leben und für deine Vorfahren, den kannst du nicht mitnehmen in das Feld der Liebe. Du siehst dich in dieser Blase, in dieser Energie, mit einem Rucksack stehen. Manchmal hast du schwer getragen, manchmal leichter. Und jeder Mensch hat diese Zeit durchwandert, weil es so gewünscht war von dir selbst. Jetzt ist die Chance da, dieses Feld endgültig zu verlassen, wenn du bereit bist. So erkennst du jetzt eine Lichtbrücke in ein Feld oder in eine Blase, die ganz hell ist. Es sind nur ein paar Schritte. Und diese Schritte sind die mächtigsten, die du je getan hast. Zurück nach Hause, dich voll und ganz zu leben, deine eigene Wahrheit, dich und deine Seele, vollkommen in die Einheit zu gehen, die göttliche Ordnung in dir wiederherzustellen, zurück zu dir selbst. Zu der Uressenz, die du bist. Du bist die Liebe. Es war nur eine kurze Zeit, wo du dich erfahren wolltest außerhalb dieser Energie. Und deine Seele wusste, es kommt der Tag, wo du zurückkehrst in die Einheit, ins Licht, in die Liebe. Diesmal nimmst du dein Körperkleid mit. Auch wenn es ab und zu Symptome zeigt, weil auch der Körper in der Wandlung ist, weißt du doch tief in deinem Inneren, es ist gut, so wie es jetzt ist. Längst hast du schon Ja gesagt zu diesem großen Wandel. Mutter Erde geht mit dir mit. Sie trägt dich, nährt dich, hält dich. All das ist Illusion. All das ist ein Spiel, dass du mitgespielt hast. Und jetzt beginnst du deine ersten Schritte zu setzen aus dem Dunklen ins Licht. Sieh nur, wie du langsam losgehst über die Lichtbrücke. Und während des Gehens über die Lichtbrücke fließt
Licht in dich. Die Urenergie der allumfassenden, bedingungslosen Liebe jetzt. Wunderbar, du gehst über diese Brücke, lässt deinen Rucksack fallen und zurück. Nichts brauchst du mehr, nichts musst du mitnehmen. Ganz neu wird dein Leben. In vielen Bereichen. Nicht nur in einem, du wirst es erkennen. Du gehst weiter und weiter. Das Angstfeld, die dunkle Blase wird immer kleiner und kleiner. Du näherst sie nicht mehr, du drehst dich nicht mehr um, du gibst keine Energie in dieses Feld. Sie wird kleiner und kleiner. Kleiner als du. Noch kleiner. Die Energie nimmt ab. So wie sie auch auf der Erde wieder abnehmen wird. Du kommst dem Licht, dem Feld der Liebe immer näher und näher. Du lässt wieder die Nähe zu. Du öffnest dich immer mehr und immer mehr. Du beginnst dich auszudehnen. Liebe ist Weite. Angst ist Enge. Liebe ist entspannt. Angst ist angespannt. Du wirst weiter und weiter, offener und offener. Öffne dich jetzt, breite dich aus, dehne dich aus. Sei ganz ruhig und entspannt, alles geschieht für dich, während du einfach nur zuhörst. Erinnere dich, die Kugel des Lichts in dir. Jetzt trittst du ein in dieses Feld, der erste Schritt. Alles neu hier und doch auch nicht. Von hier kommst du, diese Energie trägst du in dir. Die Vergangenheit hat ein Ende und du stehst vor einem Neubeginn. Sieh dich jetzt im Licht stehen. Du wirst angehoben in die höchste Bewusstseinsebene der Liebe. Jetzt. Die
Die Ketten der Angst sind abgefallen. Die Brücke der Liebe hast du überschritten. Du wunderbare Seele hier auf Mutter Erde. Alles hat dir gedient. Alles war gut und hatte seinen Sinn. Du bist nicht alleine. Und wenn auch jetzt die Reise mit uns gemeinsam zu Ende ist, ist viel geschehen. Vielleicht fragst du dich, das war's? Ja, so einfach ist der Weg der Liebe. Kompliziert ist der Weg der Angst. Mach es dir einfach und leicht. Dann bist du ganz in der Liebe. Du brauchst nicht mehr zu werden und zu leisten. Du bist gut, so wie du bist. Du bist gewünscht und nicht deine Leistungen. Du bist gewünscht, so wie du bist. Du bist genug. Du bist vollkommen. Langsam löst sich dieses Bild einfach auf. In dieser Ruhe hat sich viel für dich getan, wurde viel bewirkt. Wenn du vielleicht auch erst dies in der Rückschau erkennst oder erst in den nächsten Wochen wahrnehmen wirst. Es ist eine wunderbare Zeit. Für die größte Wandlung. Von Mutter Erde und der Menschheit. Und du hast zugestimmt. Du bist ein wichtiger Teil. Du bist wichtig. Du bist nicht nur der Tropfen, du bist der ganze Ozean. Du bist die Liebe des Lebens. Stelle die göttliche Ordnung in dir wieder her und du wirst den Himmel auf Erden leben. Sei gesegnet, du wunderbare Seele hier auf Mutter Erde. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.